Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. In der letzten Folge haben wir diese massiven Züge gebaut. Zwei Stück von denen fahren mittlerweile auf unserem Gelände rum. Einer von dem ist hier der Holz, die Möbelvariante, und die andere Variante ist die hier, die Plattenvariante, die zwischen zwei unseren massivsten Bahnhöfen hier vorne, den Neumünster Nord und den Pirchtenstadt Abzweigung, hin und her pendeln. Währenddessen versuchen die Busse mitzuhalten, um die Lieferungen von dem riesigen Lieferservice wegzukriegen. Aber sie scheinen es ganz gut hinzubekommen. Und wir scheinen hier auch eine, ja, doch relativ gute Position zu besitzen, würde ich mal sagen. Die Stadt allgemein ist... Passagiere sind schlecht. Ja, wir müssten halt mal wieder ausbauen. Also wir haben natürlich nichts der neuen Gebiete hier jetzt erschlossen bis jetzt. Hier hinten haben wir ganz viel... Was haben wir nochmal das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber wir können es dann wieder zurückschiffen auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall massive Züge mittlerweile unterwegs. Das ist brutal. Diese Riesenzüge sind heftig. Aber wir können vor allem auch hier anfangen weiter zu zerlegen. Immerhin haben wir noch ein paar Meter vor uns, die vertieft werden müssen, bevor wir unsere neuen Schienen endlich anlegen können. Aber es kostet Millionen um Millionen, dieses Gebiet freizulegen. Aber was tut man nicht, um hier nachher ein schönes Schienensystem zu legen. Vor allem würde ich diese zwei Bahnhöfe gerne erweitern, auch auf 200 Meter, um halt auch größere Lieferungen zu machen. Genauso müssten wir irgendwann dieses Kreuz mal verlegen. Denn diese Bahnhöfe müssten auch größer werden, und zwar um einiges größer. Ich würde beide auf 4 Spuren setzen und auch auf 250. Dann wäre das die erste Stadt, die auf 250er Bahnhöfen komplett läuft. Und natürlich, das, also den hier gleich lasse ich auf 2 sogar. Und dann überlege ich sogar, ob wir eine eigene Abzweigung nur fürs Holz machen. Und dann zwei massive Holzzüge fahren lassen mit 2, mit die volle Versorgung übernehmen. Weil wir sehen, oh, die Stadt ist aber auch gewachsen. Holla, die Waldfee. Hier noch ein paar interessiert an Holzbrettern und Holz. Wäre natürlich ein spannender Deal, ne, hier drüben. Er kostet 3,9 Millionen. Aber rein theoretisch, hier eine Abzweigung, außen rum und hier hinten haltend. Das ist ein schön großer Bahnhof. Auch 250 Meter lang, dann sparst du dir um einiges. Die Stadt ist auch ein bisschen gewachsen wieder. Sie ist gleich, ja, sie wächst hier plus 19, plus 2. Es geht ganz gut. Versorgung Winterberg Kohle um die Schließung des Unternehmens. Ja, okay. Was liefere ich? Ja, Holz liefere ich hier unter, ne? Ist halt blöd, ich müsste jetzt hier ein Ding hinstellen, damit wir die Kohle versorgen könnten. Ist die Frage, lohnt sich das? Was hat denn der Güterbahnhof an Logistik? Ja, der hat Anschluss an die Kohle, ja. Vor allem hier sind hier die Lager dazwischen. Müsste man sich halt überlegen. Aber das mit dem Zwischenlager war natürlich cool, dass das funktioniert hat. Jetzt haben wir eine dauerhafte Kohleanbindung einfach. Was es natürlich auch sehr praktisch macht. Und mittlerweile haben wir... Ah ne, wir haben immer noch eine Produktionsschwachstelle, wie scheint. Oder ein paar weit... Ah genau, das wollten wir auch noch machen. Ah, jetzt weiß ich, was wir machen wollten wieder. Wir wollten hier alles umdesignen. Ein besseres Eisenproduktionsdesign. Und das sollten wir vielleicht jetzt auch in Anschluss nehmen. Wir tun mal die ganzen Untergrundsachen mal abreißen. Die ganzen Obergrundsachen auch. Und wirklich halt alles auf den letzten... Ist hier noch ein Tunnel drunter? Nee. Dass wir hier wirklich mal einen gescheiten Anschluss machen. So, also. Ich würde erstmal gerne hier ein, zwei Sachen entfernen. Sowas wie hier, sowas wie hier, sowas wie hier. Das ist unnötig. Dann natürlich wieder eine der wichtigsten Sachen. Ebenen. Alles, was keinen Grund hat, hoch zu sein, kommt weg. Ganz simpel. Weil dann kann man besser arbeiten.
gut, so tut das Gebiet. Wir müssen am Ende hier oben ankommen. Dann brauchen wir jetzt produktionsmäßig natürlich Verarbeitung. Schmelzöfen. Wie habe ich denn das hier drüben gemacht? So hingestellt und dann immer von hinten eins ein und von vorne eins. Das ist eigentlich kein doofes Design. Das sollten wir, glaube ich, hier sogar fortführen. Das sollte auch gut klappen. So, dann tun wir mal hier. So. Ich muss jetzt halt alles Mögliche langsam bauen. Jetzt ist die Kohle liefern. Wie haben wir das jetzt gemacht? Haben wir zwei Abstand gemacht. Dann ging es hoch, runter, hoch, runter. Genau. Bedeutet, ich muss eh euch nochmal abreißen. Produktion. Searchers in den Plans. Genau, perfekt. So. Und dann schließen wir doch gleich mal alles an, was nicht nied- und nagelfest ist. Nein, keine Straßen. So, dann drehen wir natürlich dementsprechend die bestimmten Teile. So. Muss nach unten. Ja, natürlich nach unten. So. Und jetzt hat ich eine Brücke bauen. Brücke bauen. Perfekt. Ja, passt schon so. Und hier hinten dran kommt direkt ein Ausgang. Mit einem Förderband. Und hier lassen wir es direkt in der Straße verlaufen. So. Oder wir machen es simpel. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wir machen hier runter eine Schiene. So. Nein, weiter. Und drehen hier das Ganze um. Und dich drehen wir auch um. Bedeutet, er teilt sich hier auf. Das ist gleich gar nicht doof. Dann können wir nicht noch weiter, rein theoretisch weitere Dinge platzieren. Schmelzen. Ich würde nicht noch zwei Schmelzen eigentlich gern platzieren. Oder wenigstens halt eine. Eine tut es mir auch schon. Das ist vollkommen okay. Wenn hier wenigstens noch eine hingeht, ist es schon mal noch eine mehr. Und eine mehr ist immer gut. So. Umdrehen. Umdrehen, umdrehen. Das muss nach unten gehen. Das muss raus, raus. Natürlich, ihr tut alle das rohe Eisen produzieren. Warum ist es umgedreht? Nein. So. Ah, weil das auch wieder... So. Kohle wird ausgeschifft. Und jetzt kann die Eisenproduktion hochfahren. Wir müssen natürlich die Eisenproduktion jetzt hochhalten und hoffen, dass der Nachschub, den wir jetzt schon mal liefern, schon mal den Anfang bringt für die Zukunft. Schaut aber sehr gut aus, er steigt immer weiter und wir sind am Limit gleich. Glaube ich sogar, oder? Ja, wir sind oben. Nice. Jetzt haben wir es erreicht.
Wir haben ein Brennziel. Yes. Unsere riesige Brennerei bringt sich's. Perfekt. Wir haben riesige Züge, die von A nach B fahren. 1,4 Millionen schon wieder auf dem Konto. Umbauten stehen bevor. Riesige Umbauten. Ich bin noch beim Überlegen, wie wir am besten das machen. Eigentlich müssten wir das dann hier teilen anfangen. Und hier links, rechts und dann hier aufteilen sozusagen. Ich glaube, das wäre einfacher, anstatt hier so eine Extremverteilung zu haben. Aber ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.